schon begonnen werden. Was geht, Leute? Nach dem Ernährungsvideo in meiner Diät gibt es jetzt natürlich noch das Trainingsvideo, wie ich das Ganze aufteile in meiner Diätphase. Und zwar habe ich die ganze Zeit nach zwei Aspekten trainiert, Oberkörper, Unterkörper aufgeteilt. Damit verfahre ich jetzt weiter. Das bedeutet, Aufteilung Oberkörper, Unterkörper und gleichzeitig in zwei verschiedene Einheiten. Damit es einfach nicht langweilig wird und ich trotzdem nochmal aus ein bisschen anderen Winkeln trainieren kann. Bedeutet in der einen Oberkörpereinheit als Beispiel das Langhantelrudern und in der anderen dann Tibarudern oder Klimmzüge und einmal Latzug, dass ich da immer ein bisschen anders arbeite. Beim Drücken einmal mit der Langhantel, dann einmal mit den Kurzhanteln, einmal schräg angefangen, einmal flach angefangen. Also solche Geschichten, dass ich da ein bisschen Abwechslung reinbekomme und auch einfach aus verschiedenen Winkeln arbeiten kann, weil bekanntlich kann man im Zweiersplit einfach in den einzelnen Einheiten nicht so ein hohes Volumen fahren, dass ich alle Winkel trainiere. Deswegen habe ich die höhere Frequenz und kann dann da variieren mit den Winkeln. Vorteil daran ist natürlich, ich trainiere den Muskel öfter in der Woche als beim Vierersplit, wo ich jeden Muskel nur einmal trainiere. Jetzt habe ich dadurch schon zwei Reize gesetzt für den einzelnen Muskel, habe dann auch immer wieder einen relativ frischen Muskel, setze somit immer wieder relativ frische Reize und kann da mehr Energie reinsetzen in die einzelnen Übungen. Insgesamt werde ich 4 Trainingseinheiten für die Kraft aufwenden und nochmal 2 Kraftausdauereinheiten. Die 2 Kraftausdauereinheiten sind bedingt dadurch, dass ich Kurse gebe und die mache ich dann in den meisten Fällen, wenn es denn die Regeneration zulässt, mit. Das bedeutet, es sieht oft so aus, dass ich Montag bis Samstag durchtrainiere. Montag, Dienstag Kraft, mittwochs dann die Kraftausdauer, Donnerstag wieder Kraft, Freitag Kraftausdauer und Samstag dann wieder ganz normales Krafttraining. Somit spare ich mir mein Cardio, ab und zu mache ich mittags auch nochmal 20 Minuten, 30 Minuten Cardio, je nachdem, wie viel ich mich an dem Tag bewegt habe oder gegebenenfalls halt nicht bewegt habe. Aber das entscheide ich dann immer spontan am Tag, wie es aussieht, wie es von der Zeitplanung passt und von der Arbeit her. Meine Trainingsprinzipien im Generellen sind so, ich habe zwar eine feste Übungsreihenfolge und diesmal auch feste Übungen, dass ich meinen Progress da ein bisschen kontrollieren kann und nicht durcheinander trainiert, dass ich auch sehen kann, ob meine Kraft weggeht, ob sie bleibt oder ich am Anfang der Diät werde ich sie wahrscheinlich wieder steigern können, wie das in den meisten Fällen der Diät bei mir jetzt war, dass die Kraft erst ganz, ganz, ganz gegen Ende, wenn überhaupt, stagniert oder halt ganz leicht runtergeht. Ich bin auch ein Freund, seitdem ich das Mountain Dog hatte, da habt ihr ja auch die Videoreihen gesehen, von Intensitätstechniken. Das heißt, ich arbeite momentan viel mit Rest-Pause-Sätzen. Wenn ich mir die 4x12 Wiederholungen als Beispiel beim Bankdrücken vorgenommen habe, versuche ich die auch voll zu machen. Die ersten 2 Sätze klappen meistens problemlos und dann geht es meistens los, dass ich dann nur noch 10 schaffe. Dann setze ich kurz ab, warte kurz und hänge dann die 2 Wiederholungen nochmal dran. Das heißt, ich gehe nicht nur nach progressiver Belastung und immer wieder das Gewicht steigern, sondern auch wirklich den Muskel ausreizen und da an der Schraube der Intensität ein bisschen hoch regulieren. Wie gesagt, 6 Einheiten die Woche im Idealfall, manchmal werden es auch nur 5 Einheiten, weil ich eine Kraftausdauereinheit dann weglasse. Die Krafttrainingseinheiten will ich nicht auslassen, das bedeutet, da war ich am Überlegen, ob ich sogar noch eine 5. Einheit einschiebe, das heißt 3 Oberkörpereinheiten und lediglich 2 Unterkörpereinheiten, weil bei dem Wettkampf, bei der Men's Physik ist einfach der Oberkörper im Fokus und dass ich da noch mehr Augenmerk darauf lege. Aber da bin ich mir jetzt noch gar nicht sicher und werde das wahrscheinlich auch so verfahren, dass ich alles gleichmäßig trainiere, wie ich das jahrelang schon gemacht habe, da der Beinbeuger eine Schwäche von mir ist und die Waden auch, versuche ich die natürlich auch hochzubringen. Die Waden trainiere ich öfter, bedeutet mindestens 3-mal die Woche an einem Oberkörpertag und natürlich an beiden Unterkörpertagen werden die trainiert und dass die dann genügend gereizt werden in stehender Variante, sitzender Variante, alle möglichen Varianten. Und insgesamt, ich schreibe mir auch immer die Trainingszeit auf. Durch das Fitbit sehe ich auch immer ungefähr die verbrannten Kalorien. Das ist auch immer ganz lustig, wie extrem das schwankt. Mal 600 Kalorien, mal vielleicht nur 400 Kalorien, aber teils auch bis zu 1000 Kalorien, die ich dann in einer Trainingseinheit verbrenne. Da bin ich dann aber auch 2 Stunden im Studio. Mit der Trainingszeit limitiere ich mich nicht so gerne. Bedeutet, wenn ich 2 Stunden im Training bin, bin ich 2 Stunden dort.
Das kann auch manchmal geschuldet dadurch sein, dass man jemanden trifft, den man lange nicht gesehen hat, ein bisschen quatscht und dann verstreicht die Zeit halt. Also effektive Trainingszeit, wo ich wirklich Fokus nur auf Training setze, wird nie länger als 1,5 Stunden sein. Wenn es dann mal länger ist, ist es meistens ein bisschen länger gequatscht oder einfach so kaputt gewesen, dass ich eine längere Pause gebraucht habe, aber trotzdem noch alle Sätze durchziehen wollte. Von den Wiederholungsanzahlen arbeite ich auch unterschiedlich. Das bedeutet, in manchen Ruderübungen nehme ich 10 Wiederholungen, in manchen 8 Wiederholungen. 5x5 verwende ich jetzt gar nicht mehr. Das heißt, beim Bankdrücken hatte ich ja die ganze Zeit auf Progress gearbeitet. Im 5x5 habe ich da bis auf 120 Kilo hochgearbeitet. Jetzt versuche ich in meinem normalen Bankdrücken mit 3 Sätzen A10 Wiederholungen. Meine 100 Kilo zu drücken, das habe ich jetzt letztens geschafft und dann geht es natürlich jetzt weiter mit 102,5 Kilo, immer die kleinstmögliche Steigerung. Das bedeutet, da versuche ich auch die lineare Progression ein bisschen reinzubekommen, aber setze den Fokus nicht mehr auf die Kraftsteigerung, sondern wirklich ein bisschen mehr Pumpe in den Muskel reinbringen und mit Blut füllen, so wie es halt ein ganz normales Bodybuilding-Volumentraining ist, nicht mehr so auf den Kraftaspekt. Ja, das war es erstmal soweit zum Training. Wenn irgendwelche Fragen sind, natürlich ab in die Kommentare. Ich denke mal, ich habe alles erstmal abgedeckt. Intensitätstechniken werde ich verwenden, von Restpause, von Dropsets und Intra-Stretching-Sets. Also all den Käse, den man nicht braucht, aber Spaß macht und wehtut. Wenn irgendwelche Fragen sind, ab in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo setzen, falls ihr die Diät verfolgen wollt. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal.